totalen Fluglärmgebiet. Fluglärm. Also wir sind bei Knaus vor der Tür. Es ist Samstagmittag und wir befürchten aber, dass wir hier in kein Wohnmobil reinkommen. Ja. Weil die alle abgeschlossen sind und einfach heute Samstag ist. Wir gehen mal. Trotzdem mal gucken. Wir gucken mal. Ja, aber lasst euch von dem Hobby hier nicht täuschen. Das ist nur ein Plakat. Knaus gibt's auch noch. Knaus gibt's auch noch. Wir schauen und drücken uns die Daumen. Tschüss. Also es sind ja viele da, aber alle abgeschlossen. Also da müssten wir jetzt einen holen und müssten fragen, können Sie bitte mal aufschließen. Ja, und dann steht er halt mit drin. Dann sind wir ja nicht unter uns. Ach, blöd. Mist. Ganze Fahrt umsonst. Es hätte so schön sein können, hier sind so viele. So, jetzt haben wir doch noch einen offenen Knaus gefunden. Einen. Einen Sky TI 650. Der hat jetzt hier hinten Querbetten. Querbetten. Der sieht sehr schick aus, stimmt. Da hat die Leni recht. Hier eine separate Dusche. Auch nicht so verkehrt. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind okay, weil der steht in der Halle und es ist nur das Bordlicht an, dass ihr auch was sehen könnt. Hier das WC. Okay. Schränke. Schränke. Ist aber auch geräumig. Ja, hier unten noch mit einem Schrank. Waschbecken, Spiegel, Schrank, viele Spiegel, Haken. Sieht geräumig aus. Ja. So, dann haben wir hier einen Kühlschrank. Großen Kühlschrank, Schrank oben drüber, Schrank unten drunter. Eine schöne große Küche. Eine schöne große Küche. Sieht wirklich gut aus. Schubkasten. Aha. Oh, hier guck mal noch mit so Korbauszügen. Guck mal wirklich so tief. Achso, musste entriegeln. Das ist aber auch nett gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist viel Platz. Das ist wirklich nett gemacht. Hier, guck mal, im Vergleich zu dem vom Hobby, ja. Ja, das sind feste. Guck dir das mal an. Feste Regale, ne? Da hatten wir euch ja mal gezeigt beim Hobby. Da war das so ähnlich mit so einer Regalsäule. Guck mal hier für Geschirrhandtücher. Nochmal einen Haken. Ja. Ja, ist pfiffig. Und ist pfiffig. Tief. Ist weißt pfiffig. Du? Ja, hier vorne viel Platz wirklich und da hinten tief. Hast du diesen Flammkocher neben diese drei nebeneinander. Ja. Und wenn du die Dings hier zumachst, guck mal, wenn du die einfährst. Ja, das weiß ich noch nicht, wie das. Die müssen höher und. Nee, die müssen nicht höher, die müssen ganz eingefahren sein. Und das dann, ist aber dann hier ein bisschen. Keine Ahnung. Und dann kann man das Brett hier noch. Die muss man als bestimmt Ablage. Rausnehmen. Die oder man nimmt sie raus. Geht auch. Sonst geht das ja nicht. Guck mal, hier Stecker. Ja, Schalter und Steckdose in dieser Säule. Das hatte ich schon mal gesehen, aber gut. Da oben ist noch mal eine Steckdose. Da ist noch mal hier Steckdose, ist eine Steckdose. Ja. Ja, und der Fernseher. Hier eine schöne L-Sitzgruppe, Leute. Guckt euch das mal an, wie bequem. Leute, eine L-Sitze. Und so eine große. L-Sitze. Und hier noch mal schön der Tisch und unten mit Schubdings. Hier ist auch noch ein Schubfach. Und der Fernseher ist hinter diesem Sitz. Und das ist natürlich für die L-Sitze optimal. Da kann man nämlich in Augenhöhe gucken. Man ist gleich dran. Und man kann sich hier schön herfläzen und man kann da Fernsehen gucken. 6,99 Meter. 6,99er Auto. Und aber der heißt Knaus Sky TI 650 in der Silver Selection. 62.000 Euro. Silver Selection, da ist so gut wie alles drin. Schau mal, der hat Fernseher und alles dran. Die Truma Einet. Steuerung, Fliegenschutz, Fliegengittertür. Ist da ein Fenster in der Tür? Nein. Kein Fenster in der Tür. Naja, man kann nicht alles haben. TI 650 MG. Silver Selection. Silver Selection, das ist die Ausstattungsvariante. Das ist das hat Knaus aufgelegt, das haben wir uns eben sagen lassen. Das sind Ausstattungspakete. Aber schick. Ja,
Also, hey, kannst du nichts sagen. Hast du die ganzen, guck mal, da haben wir mal viele Schränke unterm. Ja, das habe ich aber noch nicht aufgemacht. Da können wir nochmal runter gucken. Hier ist nochmal ein großer Schrank. Der geht bis darüber. Und da das Bett. Der geht bis darüber, bis da hinten hin. Der Schrank. Ist auch die Garage groß, ne? Ja, vermutlich, ja. Bett ist ziemlich hoch. Da wird die Garage. Die Garage ist entsprechend. Ich hoffe, das sieht man. Ansonsten muss ich mal gucken, ob man das dann beim Schneiden ein bisschen aufhellen kann, das Video. Ist auch nicht hoch, du kommst an die Fenster. Ja, komm ich. Das hat mir jetzt ein Kurbelfenster und da ist so ein Klappfenster, das geht schon. Und da oben sind auch viele Schränke. Und du hast nochmal Ablage überm Bett für Buch, was auch immer. Küchenwecke oder mal Taschenlampe für nachts. Ja, und ein blauer Kühlschrank. Ein blauer Kühlschrank? Ich glaube. Guck mal, der leuchtet hier so blau aus. Und breit auch. Er wird unser Sohn, aber der mag den blauen. Das ist ein Teenie-Kühlschrank. Das ist voll der Teenie-Kühlschrank. Er ist basic. Wow, nicht schlecht. Der gefällt mir gut. Vielfach, ja. Also, danke für den Tipp, dass wir mal zu Knaus fahren sollen. Nicht schlecht. Auf euch ist Verlass. Gut, wir gucken, hier ist noch einer. Gehen wir mal in den anderen gucken, ob wir da auch noch was sehen können. Ob wir da auch noch was sehen können. Mir ist ja jetzt irgendwie alles zu, das ist doof. Ja, also aber das war jetzt der einzige, den wir uns hier angucken können. Das macht ja nichts. Vielleicht kriegen wir woanders noch einen Knaus her. Aber der ist schon mal nicht so schlecht. Aber der gefällt mir schon mal. Einen Katalog haben wir auch mitgenommen. Ja. Mal schauen, was passiert. Genau. Man weiß es nicht. Bis gleich. Hoffentlich. So, jetzt zeigen wir euch noch einen 650 MEG. Genau. 650 MEG, der auch hat auch Silver eine L-Sitzgruppe. Wie der andere eben auch. Hat aber jetzt einen anderen Grundriss. Der hat nämlich Längsbetten mit den bekannten Schränken unten drunter, wie immer. Da sind da jetzt Rollläden, das kann man gleich noch zeigen. Aber hat jetzt hier die Küche auf der Seite und nur einen kleinen Kühlschrank. Und natürlich ist die Küche dementsprechend auch kleiner, weil viel Platz für die Längsbetten draufgegangen ist. Aber guck mal, das ist auch wieder tief. Ja, das stimmt. Das Waschbecken ist auch, das ist wahnsinnig. Das ist dasselbe Waschbecken wie da drüben eben auch, derselbe das, Herd. Ja, okay, da ist mir das aber nicht aufgefallen, dass das so tief ist. Ja. Aber ansonsten hier mit den Schubkästen auch so. Nur, dass halt der Kühlschrank da jetzt noch ist. Der Kühlschrank ist natürlich dementsprechend kleiner und die Schränke unten drunter sind nicht so groß. Aber er hat halt Längsbetten. Oben haben wir zwei große Schränke. Hier ist auch nochmal Ablage für Gewürzzeug, Kleinkram. Und jetzt ist hier das Bad. Das ist hier so ein Kombibad. Dusche kann man separat verschließen. Hier. Ja. Will ich jetzt nicht unbedingt alles aufklappen. So geht's. Zack, zack. Ja, von hinten kommt noch mal ein Teil, da ist es wirklich, bleibt alles trocken. Und wenn man aufs Klo muss, aufs WC, dann muss man hier einen Hebel ziehen. Und dann, ich komme von hinten. Ja, gut, Achtung. Ja, und dann schiebt man das Waschbecken weg. Und dann kann man hier aufs WC. Ist pfiffig, nicht schlecht. Weil wenn man duscht, es bleibt alles trocken. Ja, das wäre für mich absolut in Ordnung. Und das ist mal eine gute wenn einer Idee. Hier drin steht und sich wäscht, geht eh keiner aufs WC. Hier oben noch mal ein schöner Schrank mit einem Spiegel. Upsa, ich will nichts kaputt machen. Wie geht das denn? Drück mal gegen. Ah, klick, klack. Die Leni. Frau Camping. Weiß doch, wie es geht. Gut. Also, wer ist denn hier die Meisterin im Badezimmer? Schränke aufmachen. Das ist hier so ein Sicherheitsspiegel. Das ist nur eine Scheibe. Na gut, dann wird halten. Klick, klack. Okay. Hier nochmal ein großer Spiegel. Haken. Alles da. Leute, alles da, was man braucht. Hier, die Leni ist hier unterm Tisch. Hier ist noch eine Steckdose unterm Sitz, ja. Das ist ja auch mal eine Idee, hier unten eine Steckdose hinzumachen. Da. Da ist eine Steckdose. Ja, da kann man nämlich mal ein Handy oder was. Und hier, das kann man aufmachen. Das ist mir jetzt nur gerade nicht klar. Wahrscheinlich, um das zum Bett umzubauen. Nein, nein, nein. Wenn hier du musst das bei den L-Sitzen immer den Sitz wegmachen können.
den L-Sitz Ach wegmachen so. Können, dass da die Leute fahren können. Ja, warum soll ich das dann hochklappen? Wegklappen, dass die Füße da hinkommen. Du musst ja da richtig sitzen können, nee, wenn du zu viert fährst. Ich meine, hier unten ist eine Klappe, die kann ich hochmachen. Ja, die wirst du ganz rausnehmen können. Das ganze Teil muss weg. Das muss alles raus, wenn du fährst, weißt du? Ja. Aber ansonsten kannst du natürlich ein Bett draus bauen. Da ist ein USB. Da ist Dings und eine normale Steckdose. Das ist schon mal nicht schlecht, ja, für zum Laden. Schrank da oben, Fernseher wieder da hinter dem Sitz, das ist nicht verkehrt. Den kannst du hoch und runter machen, ja. Drück mal. Geht das nicht? Dann ist es verriegelt. Hier ist noch eine Steckdose im Übrigen. Naja, für den Fernseher. Dann wirst du dann vielleicht einstecken müssen. Obwohl, der Kopf ist bestimmt von unten eingespeist. Der steckt unten schon irgendwo drin. Das ist für dich die Steckdose, nicht für den Fernseher. Aber auch schick, Leute. Knaus. Da oben nochmal schön viele Ablagen für Kartenmaterial und so weiter. Dass man da drauf greifen kann während der Fahrt. Darf ich mal ins gucken? Bett, bitte? Schlaf dich ein. Guck mal, hier ist auch nochmal eine Fernsehkarte. Also es geht. Da unten ist nämlich so ein Gasdruckdämpfer drin, der den Fernseher hochdrückt. Also wenn man das hier runterdrückt, dann macht es einfach flupp und ist der Fernseher weg. Das ist tippitoppi. Hat die Linie nicht genug Spinat gegessen oder was? Schlecht gefrühstückt. Ja, jetzt will ich mal mehr machen müssen. So. Super Idee. Ja, schade, dass kein Fenster in der Tür ist. So, hier ist es auch easy, ne? Hier ist noch eine Klappe. Ach, guck mal, noch eine schöne Schuhklappe oder sonst irgendwas. Die Leni hat noch was gefunden, guck was easy mal, ist. Bitte. Ich gucke. Also, ich bin auf den Lichtschalter gekommen. Erstmal habe ich gesagt, das ist easy, das hier auf und zu machen. Ach genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die laufen super, die Rollläden. Dass da Rollläden dran sind. Und dann? Achtung, das... Mein Hass. Mein absoluter Hass. Das Mittelbrett für die Betten. Achtung, ich ziehe hier und habe sogar einen Lattenrost. Ist nicht schlecht. Ist hier unten auch ein Lattenrost runter? Perfekt. Ja. Super. Guck dir das an, auf beiden Seiten. Müsste man sich halt überlegen. So schön wegschieben. Ist vielleicht sogar noch ein Sticker drin. Und hier ist auch noch. Die Leiter. Für die Leiter. Ein Platz für die Leiter. Nicht einfach, die schmeiße ich irgendwo hin und dann kommt sie mit. Ja. Das ist nicht schlecht. Da muss ich das nur hier... Aber die Schränkchen sind ziemlich klein, gell? Aber also so ein Schrank für... Weißt du, Guck mal, das ist hier auch Ablage, ja, ne? Ja. Und da oben. Ja. Ja, du hast hier unten ganz viel Platz. Ne? Und das ist tief hier. Guck mal, da geht mein ganzer Unterarm rein. Stimmt, bis hier hin. Ja, ordentliche Fenster. Knaus, Leute, danke. Den Tipp. Müssen wir auch nochmal. Der ist natürlich jetzt der. Ja, das ist so ein Zwiespalt jetzt, ja. Ein 7-Meter Auto mit schönen Betten. Mit einem praktikablen Bad, aber die Küche. Du sagst immer, wir brauchen einen großen Kühlschrank. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das reicht. Du gehst doch sowieso ständig irgendwie einkaufen. Muss man sich halt. Du bist unterwegs. Dann kaufst du dir halt. Also. Organisieren, ja. Ja. Dafür hat man hier vorne den Sitz mit dem schönen Fernseher und die schöne Umbauweise fürs Bett. Ne? Hier ist auch nochmal eine Steckdose. Naja, brauchst du ja in der Küche brauchst du ja mal eine Steckdose. Aber das ist doch jetzt wohl das Fahrzeug oder Knaus, die Marke mit den meisten Steckdosen von vornherein. So viele Steckdosen haben wir doch auch noch nirgendwo gesehen. Liegt vielleicht an der Silver Collection? Ja, vielleicht. Aber... Und viele Fenster. Ich habe schon wieder das Licht ausgemacht. Hier ist der Lichtschalter. Das ist an der Säule hier. Ich habe schon ein Licht aus. Geht das hier leichter hier mit denen als bei Rampen? Oh, die laufen schön. Guck mal, hier ist auch noch eine Steckdose drin. Da kannst du Kaffeemaschinchen reinstellen. Guck mal, wie viele... Das ist der Wahnsinn. Was mache ich hiermit? Also entweder... Ich mach's kaputt.
kaputt. Nein, das ist ja Plexiglas. Die Meisterin ist also, unterwegs. Wenn du, ich sag's mal so, wenn du eine Kaffeemaschine hast, dann musst du das vielleicht rausnehmen. Oder du stellst da Gläser rein, weißt du, dass die nicht umfallen während der Fahrt. Wenn du vielleicht mal ein paar schicke, langstielige Weingläser hast, dann kannst du die da reinstellen. Oder eine Ölflasche oder was, dass die nicht umfällt. Das ist ein bisschen... Soll ich mal gucken? Ich habe es. Ist schon in Ordnung. Es ist nur nicht richtig festgeschraubt. Das muss aber da dazwischen, ne? Das soll normalerweise vermutlich dazwischen. Ja, lass es einfach mal das so. Das kriege ich aber nicht dazwischen, weil das nicht richtig festgeschraubt ist. Das ein bisschen. Ist. Naja, ist ja nicht. Aber es sieht alles schlüssig aus. Die Steuerung sieht nett aus da oben. Ja, wie eine Trümmereinheit. Ja. Tja. Tja. Knaus.